Sehr guten Abend, meine Freunde. Es tut mir leid, ihr kriegt kein gutes Video. Ich muss improvisieren. Das mit dem anderen Video hat nicht funktioniert. Gab Probleme damit und gleich ist Frist. Deswegen wird leider nur so ein Scheiß hingekackt. Ich mache jetzt so ganz cool den Beat an und bewege synchron dazu meine Lippen. Und dann glaubt ihr alle, dass ich rappe. Ja, so sieht's aus. Okay. Du sollst dein erster Gegner, ja, Junge, läuft bei dir. Doch niemand hat gesagt, dass das Turnier so einfach wird. Du glaubst doch selber nicht, dass ich mit der Scheiße pass gesorgt. So, du hast dich bei der Losung bei meinem Namen sofort eingekackt, du kleiner Spaß. Nach der Runde war's mit dir gewesen, was für Mario. Du wirst niemals in deinem Leben ein Ohr verlegen. Um hier zu gewinnen, würde es eigentlich schon reichen, deinen Kanal zu verlinken, damit der ganzen Welt zu zeigen, was für eine Schwuchtel du bist. Zahlt dich Ochsen zu klatschen, mir ist nach 2 Minuten auf deinem Kanal fast eine Fotze gewachsen. Ich kann nicht mehr raus aus dem Lachen. Und sowas nennt sich Mensch, wenn dein Leben so scheiße ist, tun's gefallen und erhäng dich, denn du bist kein harter Kerl, sondern Mamis kleiner Lausbube. 10.000 Tracks auf deinem Kanal, aber höchstens 20 Aufrufe. Und die meisten sind von mir und meinen Kollegen gewesen, haben sie Mucke gegeben, danach lachen am Boden gelegen. Tja, so ist das Leben, ja, da kann man nichts machen. Ich mach dich hier nicht zum Affen, das scheint du selber zu schaffen. Du nanntest dich Black Zero, man kann vor der Vergangenheit nicht wegrennen. Wieso schwarze Null, dann kannst du nicht gleich talken, Black Man. Digga, du kannst nichts machen, du wirst falsche Paschasieren. Du trägst die Hip-Hop-Klamotten, weil sie deine Hühnerbrust kaschieren. Ohne diese Runde würde niemand auf deine Seite gehen. Ich war mit das Wehen der Hook will jemand deine Scheiße sehen. Du hast auf dem Kanal sogar ein Video mit nem Auftritt. Doch ich musste fächeln, auf der Bühne talkst du auch nichts. Oh shit. Mit nem Freund dabei standet ihr wie zwei heftige Idioten. Der Nebel war nur da, um die Leute von euren Fressen zu verschonen. Hab dich von der letzten bloßgestellt, du mieser Knecht. Aber immerhin hast du ja nach neuen Stoff in deepen Track. Du Spasti. Und im Arsch essen, duschen, Zähne putzen, ins Bett und denke danach. Sag mir, was die Zukunft mir bringt und ob mir alles gelingt, was ich mir vorgenommen habe. Sag mir, wo führt mich das noch hin und ergibt alles einen Sinn oder verschwende ich nur die Tage? Sag mir, was die Zukunft mir bringt und ob mir alles gelingt, was ich mir vorgenommen habe. Sag mir, wo führt mich das noch hin und ergibt alles einen Sinn oder verschwende ich nur die Tage? Schau dir das Land an. Deutschland ist unser Mann. Geil. Was ist dann?